Melina ist ein Mädchen aus Luckenwalde, hier ganz in der Nähe. Und Melina ist spurlos verschwunden. Die Polizei sucht nach ihr. Ein letztes Foto zeigt das Mädchen im Dunkeln auf einer Parkbank. Wir haben recherchiert, was danach geschehen ist und mit wem Melina in dieser Nacht unterwegs war. Ja, und unser nächster Fall, der ist ein ganz persönlicher. Einmal spielt er hier ganz in der Nähe in Luckenwalde, was etwa so eine Stunde mit dem Auto entfernt ist. Genau dort, da ist die 22-jährige Melina nach einer Nacht mit Freunden im Park spurlos verschwunden. Und dann hat ihr Papa sich bei uns gemeldet, uns kontaktiert, Achtung Fahndung, mit einem großen Wunsch. Bitte berichtet über das Verschwinden meiner Tochter, hat er gesagt, und bitte zeigt ihr Foto. Lilly von der Osten hat sich auf Spurensuche begeben. Darf ich mich einmal vorstellen? Bin 21 Jahre alt, komme aus Kasachstan, wohne in der Nähe von Berlin. Seit dem 25. September ist Melina spurlos verschwunden. Doch inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam in einem Tötungsdelikt gegen Unbekannt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die junge Frau den Nutepark zu Fuß, mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel verlassen hat. Zuletzt gesehen wird Melina hier im Nutepark in Luckenwalde. Mit Freunden feiert und trinkt sie, danach verliert sich ihre Spur. Ihr letztes Lebenszeichen entsteht hier auf dieser Bank. Um 1 Uhr morgens soll Melina den Park verlassen und nach Hause gegangen sein. Ihre Wohnung liegt nur 2 Kilometer vom Nutepark entfernt, doch dort kommt sie nie an. Freunde und Familie starten einen Vermisstenaufruf bei Social Media. Die Anteilnahme ist groß. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, sucht den Park nach Hinweisen ab. Auch ein kleiner Bach, die Nute, wird abgetaucht, ergebnislos. Das Mädchen bleibt verschwunden. Die Ermittler gehen zunächst jedoch nicht von einem Verbrechen aus. Melina sei von zu Hause abgehauen. Melinas Familie stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Melina geht im brandenburgischen Luckenwalde zur Schule, macht hier eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Auf Social Media zeigt sich die 22-Jährige als selbstbewusste junge Frau, gibt sich freizügig und in Partylaune. Eine Scheinwelt. Im wahren Leben beschreibt uns ihre Arbeitskollegin die junge Frau als eine völlig andere Person. Ich kenne Melina von zwei Seiten. Einmal das schüchterne Mädchen und einmal so, wie sie sich bei Instagram präsentiert, wo man denkt, es ist eine wirklich selbstbewusste Frau, aber ich denke, das, was äußerlich alles so erscheint, das ist halt mehr Fassade, weil innerlich ist sie ein wirklich sehr schüchternes Mädchen. Sehr, sehr fleißige, ne? Zuverlässig, pünktlich. Und jetzt kam sie einfach nicht mehr und das passt einfach nicht zu ihr. Zuerst heißt es, Melina sei auf dem Weg nach Hause verschwunden. Doch jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, es gäbe keinerlei Hinweise, dass Melina den Nutepark überhaupt verlassen hat. Was ist in der Nacht zum 25. September hier im Nutepark in Luckenwalde mit der 22-jährigen Melina passiert? Wir lernen eine Freundin von Melina über Instagram kennen. Kannst du uns erzählen, was an dem Abend passiert ist? Sie hat 3 Kumpels getroffen und mit ihnen getrunken. Sie hat mir zuletzt um 0.11 Uhr ein Video geschickt. Die 3 Jungs haben getanzt, sie saß auf der Bank. Und dann? Dann war sie gegen 1 Uhr nachts auf dem Weg nach Hause. Ein Kumpel wollte sie nach Hause fahren, aber sie wollte nicht, da er betrunken war. Was glaubst du, ist mit ihr passiert? Sie würde nicht einfach abhauen. Sie wollte sich am nächsten Tag mit mir treffen. Hast du irgendeine Theorie, was passiert sein könnte? Wahrscheinlich wurde sie entführt. Wir treffen die Jungs, mit denen Melina in der Nacht ihres Verschwindens zusammen war. Die letzten Zeugen, die Melina lebend sehen. Einer der jungen Männer ist Melinas Ex-Freund. Nach ihrer Trennung finden sie wieder zueinander. Er sagt, sie seien inzwischen gute Freunde. Filmen lassen wollen sie sich nicht, aber auch sie behaupten, Melina sei um 1 Uhr morgens alleine nach Hause gegangen. Ein klarer Widerspruch zu den Aussagen der Staatsanwaltschaft. Von der Bank, an der Melina den Abend verbringt und sich von ihren Freunden verabschiedet haben soll, ist ihr Weg leicht zu beobachten. Etwas Verdächtiges will aber niemand gesehen haben. Der Fall Melina hinterlässt viele Fragen. Wo ist Melina? Hinweise nimmt die Staatsanwaltschaft Potsdam unter 0331 20170 entgegen. Ja, und über diesen Fall Melina wollen wir jetzt sprechen mit Professor Christian Matzdorf, der bei uns im Studio ist, unser Achtung Fahndung-Experte. Hallo, Professor für Kriminalistik und ehemaliger Kripo-Ermittler.
Herr Matzdorf, der Fall, der hat mich an einen anderen ungelösten Kriminalfall erinnert, an Rebecca Reusch. Zwei junge Frauen, die sich beide im Internet so unglaublich selbstbewusst geben und dann im wahren Leben eigentlich als schüchterne, zurückhaltende Frauen beschrieben werden. Geht Ihnen das ähnlich? Ja, also ich musste auch unwillkürlich an Rebecca Reusch denken, obwohl es ja große Unterschiede gibt vom Lebensalter 15 zu 22 Jahren und auch die Umstände der Familie, alle weiteren Dinge, die das Verschwinden waren, ja etwas anders gelagert als in diesem Fall hier. Mich hat auch erstaunt diese Diskrepanz zwischen der Selbstinszenierung in den sozialen Medien auf der einen Seite und auf der anderen Seite so die Einschätzung von Freunden, Familie und anderen, die sagt, Mensch, eigentlich ganz stille Menschen, gar nicht so auffällig, gar nicht so lackiert, so auf Hochglanz gebracht. Das könnte natürlich auch ein Ermittlungsanhalt sein, denn wenn in den sozialen Medien eine Aufmerksamkeit erregt wird, eben für einen bestimmten Typ, den man dort darstellt, diese Mädchen, die dort sehr präsent sind, dann kann das sein, dass da möglicherweise auch Täter darauf aufmerksam geworden sind. Was diesen Fall auch so besonders macht, ist, es gibt sozusagen ein letztes Foto, nämlich das Foto von Melina auf dieser Parkbank. Wenn Sie dieses Foto sehen, was sagt Ihnen das und wie würde man dann als Ermittler von diesem Foto aus weitergehen? Also dieses Foto auf der Parkbank, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Man kann sagen, dass das der Ort ist, von dem die Ermittlungen ausgehen, neben den Ermittlungen in der Familie, im sozialen Nahbereich, Freundesbereich und alles, was dazugehört. Aber dieser Punkt ist offensichtlich der Bereich, der für die Ermittlungen zentral wichtig ist, für die Spurensuche und Sicherung und auch was Zeugen angeht und auch was Menschen angeht, die ansonsten eine wie auch immer geartete Nähe gehabt haben zum vermeintlichen Tatzeitpunkt. Jetzt haben wir gehört, die Staatsanwaltschaft, die sagt sehr klar, Melina hat in der Nacht diesen Park nicht mehr verlassen. Und dann gibt es junge Männer, die mit ihr in diesem Park waren und die aber sagen, doch, die ist gegangen. Was löst das bei Ihnen als Ex-Kripo-Ermittler aus? Also im ersten Augenblick hat mich diese Offenheit der Staatsanwaltschaft schon überrascht, muss ich sagen. Denn wenn man das im Klartext übersetzt, dann heißt das eigentlich, es gab eine Straftat, es gab ein Tötungsdelikt. Und dieses Tötungsdelikt hat in dem Park stattgefunden. Und Menschen, die in dem Umfeld jetzt eine Rolle spielen, sind entweder Zeugen oder Täter oder Tatbeteiligte. Also die Staatsanwaltschaft hat im Prinzip mit dieser Aussage ein sehr klares Statement zu ihrer Vermutung und ihrer Ermittlungslinie hier vorgetragen. Aus Ihrer Erfahrung, wie oft kommt sowas, ist sowas eher selten? Es ist eher selten, denn üblicherweise hält sich die Justiz, die Staatsanwaltschaft sehr stark zurück. Es ist ja auch eine Frage, wie die Ermittlungen weiterlaufen sollen. Und es ist sinnvoll, mit den Informationen sparsam zu sein, vielleicht einen Verdacht oder eine Ermittlungslinie nicht gleich öffentlich zu machen, damit die Ermittlungen zielführend zu Ende geführt werden können. Hier in dem Fall muss etwas vorliegen, muss also tatsächlich irgendwas vorhanden sein an Beweisen, an Indizien, was die Ermittlungsbehörden sehr, sehr sicher macht, dass man das auch in der Öffentlichkeit so präsentieren kann. Herr Matzdorf, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und Ihre Expertise heute hier wieder bei uns. Wie immer sehr gerne. Dankeschön. Ja, und wir haben es gehört, die Polizei, die ermittelt eben im Fall Melina jetzt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Und die Beamten, die brauchen Ihre Hilfe und fragen, wem ist in der Nacht zum 25. September etwas Verdächtiges in der Nähe des Nuteparks oder im Stadtgebiet in Luckenwalde aufgefallen? Wer hat Melina irgendwo gesehen? Wichtig ist, sie trug in dieser Nacht eine schwarze Lederhose und eine weiße Jacke. Hinweise an die Staatsanwaltschaft Potsdam unter der Telefonnummer 0331 20 170. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mit jemandem einig bin. Ich bin nicht mit jemandem einig. Ich bin nicht mit jemandem einig. Aber ich bin schon wieder frei.